Herzlich willkommen zu meinem achten Video aus der Reihe Scratch Kara. Hier geht es darum, einmal kennenzulernen, welche Anweisungen und Befehle versteht unser Marienkäfer Kara. Wir haben hier fünf mögliche Anweisungen. Kara kann einen Schritt vorwärts machen, er kann sich um 90 Grad nach links drehen, nach rechts drehen, er kann ein Kleeblatt dann hinterlegen und ein Kleeblatt aufnehmen. Zu den Kleeblättern noch sei angemerkt, er hat einen unendlichen Vorrat an Kleeblättern. Das heißt, er kann unendlich viele Kleeblätter ablegen, aber an einer Stelle immer nur ein Kleeblatt. Schauen wir uns das gleich in der Praxis an. Hier haben wir den Scratch Kara Simulator. Ich habe hier meinen Marienkäfer und ich habe hier in zwei Arten diesen Kara dann durch seine Welt bewegen. Ich habe hier oben diese Schaltflächen. Ich kann ihm sagen, er soll einen Schritt vorgehen zum Beispiel. Dann geht auch schon Kara einen Schritt vor. Ich kann ihn um 90 Grad nach rechts drehen zum Beispiel. Schicke ihm wieder einen Schritt nach vor. Kann ihn dann hier drehen, in die andere Richtung. Sieht auch, wie sich hier die Weltsicht verändert, also wie sich seine Sicht verändert. Er sieht dann hier plötzlich diesen Marienkäfer. Er kann einen verschieben, er kann aber nicht zwei verschieben. Was ich mache, kriege ich eine Fehlermeldung. Schließe dieses Fenster wieder hier. Und er kann dann, das drehe ich nochmal so, lassen wir einen Schritt gehen. Und ich kann ihn hier zum Beispiel auch ein Kleeblatt ablegen lassen. Man sieht, das verändert sich hier darunter. Könnte einen Schritt weiter gehen, er legt dann das nächste Kleeblatt hin. Er kann aber auch, bewege ich nochmal auf ein anderes Kleeblatt, kann auch einen Kleeblatt dann wieder aufnehmen, wieder ablegen, wieder aufnehmen und so weiter. Und somit kann man, hast du jetzt alle Befehle an und für sich kennengelernt, das hast du schon gesehen, dass man, wenn man hier in zwei hintereinander liegende Pilze läuft, dass da Fehlermeldung gibt, und genau das gleiche gilt dann auch, wenn ich dann in einem Baum laufe, wird dann ebenfalls hier eine Fehlermeldung dann angezeigt. Ich kann das Ganze natürlich nicht nur über diese Schaltflächen hier machen, sondern ich kann das auch hier über dieses Menü hier machen. Ich kann jetzt eben zum Beispiel, gibt es hier drei Bereiche, Anweisungen, Pulsche, Ausdrücke und Steuerung. Zu diesen Pulschen, Ausdrücken und zur Steuerung später dann natürlich mehr. Ich kann hier einen Befehl hereinziehen. Move steht dann genau für einen Schritt nach vorne. Einen zweiten Schritt nehme, würde dann Kara zwei Schritte gehen und du siehst, hier tut sich noch nichts. Ich muss diese Simulation starten, indem ich hier auf dieses Play-Taste praktisch drücke und er geht dann tatsächlich, wie du gesehen hast, diese zwei Schritte. Wenn ich hier diese Taste hier nehme, Ablauf verfolgen, aktivieren, ich setze jetzt Kara zum Beispiel nochmal zurück und jetzt dann auf Play gehe, wird dann hier links eingeblendet, welcher Schritt er dann gerade geht. Also probieren wir es noch einmal. Und man sieht dann hier, dass Kara eben dann diese Schritte dann gemacht hat. Darüber hinaus kann man natürlich dann auch hier zum Beispiel ein Put-Leave einsetzen. Er macht das dann, ich setze dann wieder einen Schritt. Ich mache vielleicht einmal Put-Leave und Get a Remove-Leave, das heißt, er hebt es dann wieder auf. Und er soll sich dann vielleicht einmal nach links drehen, nochmal nach links drehen, das heißt, er dreht sich um. Und geht dann nochmal einen Schritt voraus. Man könnte dann hier dementsprechend Kara loslaufen lassen, sagen wir dann hier. Man sieht auf der linken Seite, wie das mitgeht. Und kann so in einer sehr bequemen Art und Weise hier dann Kara programmieren mit Hilfe dieser Anweisungen. Weiteres zu Kara dann in den nächsten Videos.